Ich heiße Brian Mulliken und ich bin Lost in Deutschland. Einer von den vielen Gründen, warum ich gerne in Deutschland wohne, ist das Vertrauen in die Zahlungsbereitschaft der Kunden. In anderen Ländern geht ohne Vorkasse häufig gar nichts, in Deutschland dagegen wird erst konsumiert und dann gezahlt. Wie in der deutschen Kneipe zum Beispiel, während in England der Wirt schon vorm Ausschank Geld sehen will. Auch in puncto Bahn gilt die Regel, denn in Großbritannien kommt man ohne Fahrkarte nicht einmal durch die Barrieren auf den Bahnsteig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir in Deutschland auch den Zug nicht lösen können. Von daher, dass es da auch immer wieder Probleme gibt. Ansonsten fände ich das ganz gut, wenn man auch weiterhin den Zug lösen könnte. Wissen Sie zum Beispiel, in welchen Zügen man noch einen Zug lösen darf? Oder würden Sie sich auch möglicherweise erwischen lassen? Ja, ich würde auch schwarz fahren, auf jeden Fall, weil ich keine Ahnung habe. Also in der Regionalbahn darf man auf jeden Fall nachlösen, soweit ich weiß. Aber ich löse mal vorher. Wir sind seltene Bahnfahrer. Und wenn man die Karte im Zug lösen könnte, ja, wäre das schon in Ordnung. Aber ich würde sie mir immer im Voraus besorgen. Aber soweit ich das jetzt so mitbekommen habe, kann man in überhaupt keinem Zug mehr lösen. Außer das sind Züge, wo ein Automat drin ist. Wie zum Beispiel bei der Rheinbahn. Da gibt es dann in den Bahnen diese Fahrkartenautomaten. Aber bei der Deutschen Bundesbahn, glaube ich, kann man überhaupt in den Zügen nicht mehr lösen. Die Zugfahrt oder die Zuglösung in der Bahn finde ich nicht okay. Ja. Vor allen Dingen müsste es auch so sein, dass auf den Kurzstrecken mehr kontrolliert wird. Ja. Weil es gibt halt viele, die halt schwarz fahren und das ist halt gegenüber den ehrlich Zahlen nicht in Ordnung. Ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das scheint ja das neue Motto bei der Deutschen Bahn zu sein. Haben Sie das etwa von den Briten gelernt? Vermutlich sind die ganzen Spitzenmanager der Deutschen Bahn von der Insel und wollen Deutschland das britische Bahnsystem überstülpen. Hat schließlich ein gewisser verrufener Bahnchef nicht versucht, die Deutsche Bahn nach den Regeln des angelsächsischen Kapitalismus umzubauen und an die Börse zu bringen? Als es noch keine Verbünde gab, da konnten sie in unseren Zügen, in den Zügen der Deutschen Bahn, ob sie jetzt rot sind oder weiß sind, immer nachlösen. Jetzt fahren wir im Auftrag von Verbünden und eben nicht nur wir, es fahren ja auch Konkurrenzunternehmen auf der Schiene. Und in vielen Fällen ist gar kein Schaffner bestellt von den Verbünden. Das heißt, die Verbünde müssen ja auch die Fahrgeldeinnahmen haben, wir müssen sie auch haben. Da ist eben die Regel, einsteigen nur mit gültigem Fahrausweis und es gibt dann eben nicht unbedingt den Schaffner an Bord, sondern Prüfdienste, die eben bestimmte Prozentsätze der Züge kontrollieren. Und so ein strenges Bahnsystem wie in England oder so wird hier in nächster Zeit nicht eingeführt? Nein, ich glaube, das ließ sich hier nicht durchführen. Im Rahmen der Tarifreform haben wir Umfragen gemacht und da war das 50-50 und selbst Kunden, die heute ein Schnäppchen kaufen, das eben mit einer Einschränkung verbunden ist, das heißt mit einer Zugbindung, sind, obwohl sie dann das Schnäppchen haben und eine ganze Menge Geld gespart haben, oft sauer, dass sie dann auch diesen Zug nehmen wollen, weil sie dann jetzt doch eine Stunde früher am Bahnhof sind und dann würden sie gerne eine Stunde früher auch fahren und sehen oft nicht ein, dass sie eben diese Zugbindung eingegangen sind. Also das ist hier in Deutschland schwieriger zu vermitteln als woanders. Die Deutsche Bahn ist also trotz meiner Befürchtungen doch nicht von angelsächsischen Kapitalisten unterwandert worden. Und das mit dem im Zug nachlösen geht erstmal weiter, teilweise. Und mein Feierabendbierchen im Speisewagen muss ich erst nach dem Genuss bezahlen. Noch.